Herzlich willkommen hier, das ist eine Folge hier in Thüringen. Ich werde jetzt in Hartzeck fahren. Nebenbei ist noch die Ernte auf dem Feld Nummer 42 in Hartfeld mit John Deere, Abfahrer. Und ich fahre jetzt mal Richtung Hof und fahre den Raps weg und werde dann im Anschluss. Zum Anschluss werde ich dann da ebenfalls einsteigen. Gut, ne? Ja, meine Schuhe so, ja. Gut, egal, nichts zu ändern. Du musst dein Mikrofon dicht daran holen. Ja, Richtung Hof. Wieder mal schauen, dass wir einen zweiten Drescher zukriegen. Mit Einstellung. Ja, muss ich mal schauen, wie wir es hinkriegen. Zurzeit fährt ein Autoreifahrer ab. Mal sehen, wie das funktioniert. Ob das besser geht als das andere Modus. Dann, wenn ich später mehrere Felder habe, muss ich ja halbwegs gut funktionieren. Ne? Ja, ich habe ein bisschen meinen Start-Knopf nach links verlegt, damit ich beim Starten auch reingucken kann in die Kamera. Und nicht so in einer Ecke gucke. Guck, jetzt kommt Gegenverkehr, muss ich aufpassen. Da muss ich Platz machen, sehe ich auf der Karte, dass er mir entgegenkommt. Da hinten ist er jetzt gerade mal. Aber da vorne ist kein Platz zum Anhalten oder wenig Infos. Warte mal einen Augenblick, müsste gleich kommen. Der CP, das ist aber der Kurs, das ist aber der Strohfahrer. Aber das ist genauso schlimm, der fährt auch in den Haufen. Der kennt keinen Freund, keinen Feind. Die Abfahrer vom Kursplay. Ah, da kommt er schon. Das ist der Oberraser. Dach. Ah, die Frauen sind klubsten Fahrer hier. Auf Feld nämlich 42. Auf Feld 42 ist noch ein bisschen Stroh. Und das will ich ja noch ein bisschen retten. Hafer muss ich sehen, ob ich da nachher zwei Abfahrer nehme. Ein bisschen auf die Karte gucken. Dann der andere unterwegs. Autoreifahrer wird da hinten. Im Wald. Ja, das könnte sein. Der nimmt ja mal die ganz komischen Wege. Na gut, okay, habe ich mal eingefahren. Mit einem schwachen Traktor. Ja, dann können wir gleich mal ein bisschen Hafer. Oh, ich habe den nicht gestartet, ne? Ich habe den Server nicht gestartet. Der Server für den Verkauf von globalen Marken muss vorher gestartet werden, sonst funktioniert er nicht. Da lagern wir mal ein und sorgen für die Ernte. Wir könnten mal verkaufen. Gestern war der Preis ganz gut bei 1004. Ja, das kann sich immer stündlich ändern. Durchdrehende Reifen. Ich muss hier wieder hängen geblieben. Ein Baum oder so. Das ist immer diese kleine Überraschung, die ich so liebe. So, hier Modus wollte ich mal sehen. Drescher. Drescher. Belan ist Feld Nummer 47 und Entlahnhof. Und eine andere Richtung. Schauen. Weiß nicht genau, wo der Kurs ist. Müssen wir ganz kurz aktivieren.
müsste eigentlich jetzt im Feld 42 fahren zum Beladen. Eigentlich so. Ich glaube, der Baum ist ein zweiten Mal stören. So. Ich glaube. Hin zum Stroh. Wir haben nicht mehr viel, ne? Da hat noch einen Rest. Eieiei, eieiei. Der nächste, der spinnt. Ja, so ganz kommen wir noch nicht klar mit Autoreif und Abfahren mit Drescher. Muss ich mal schauen. Irgendwann kriegst du einen Griff. Die kommen ja nur von der anderen Seite rein. Haben sie mal gemacht bei den Dings hier. So. Erstmal X geht nicht. Deaktivieren. Entlassen. X. Gibt's doch gar nicht, ne? Warum fährt er jetzt unbedingt zum Feld um 40 Punkte zum Hof runterfahren? Keine Ahnung. Hätte aber warten können. Ich war da eh unterwegs. Ich wollte noch einen zweiten dazu nehmen. Das klappt doch auch ja nicht. So, mal schauen, gucken die Karte, noch keine zu sehen. Also ich muss hier aufkreuzen. So. Nehmen wir den Rest mit. 5%, na ja, müsste auch funktionieren. Dass wir noch die andere Richtung nehmen, ne? Das sieht gut aus. Muss man aufpassen, dass er entsprechend hier rausfahren lassen. Entlassen. Denn das geht ja nicht. Wir stehen bleiben und warten, bis er kommt. So. Hier gucken.
hier was gewesen. Drescher. Zweiten Abfahrer, ja. Anwenden. Reagiert nicht, reagiert nicht. So. Hier, einstellen ist Quatsch. Dann fährt er wieder los. Sprit nochmal, okay, Zeit. Also ob der andere fährt. Sie hat es eigentlich gemacht. Auf Ruf warten. Warten. Man ruft da nicht. Ja, 60%, ja. Warten. Verkehrt. Strohfahrer fertig. So, dann mal gucken, was er hier macht hier. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Hat doch vorne funktioniert. Dann geht der an, ne? Soll ja nicht sein.
Auskippen-Modus. Drescher. Dann machen wir manuell, ne? Gut, ich hoffe, das soll es dann gewesen sein für heute. In der heutigen Folge ist nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ja, dann sitze ich vielleicht wieder morgen für die nächste Folge. Tschüss.